Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich hier bei 1000 Grad hier, dass ihr einschaltet hier zu einer neuen Lotus-Folge hier auf diesem Kanal. Und ja, jetzt in den letzten Tagen ist ein neues Update erschienen für die Karte Berlin M6. Das wollen wir uns heute nochmal anschauen, denn hier ist nämlich das erste Mal das neue Future mit drin, was jetzt in den letzten Updates mit dazugekommen bin. Und das möchte ich mir hier ganz gerne mal mit euch gemeinsam hier anschauen. Wundert euch nicht, dass ihr manchmal hier so einen kleinen Luftzug hier merkt, ich habe hier mal den Ventilator an, es ist einfach unerträglich heiß hier alles, es macht einfach keinen Spaß mehr aktuell. Dennoch ist trotz 1000 Grad hier noch am Computer, weil das ja alles läuft hier, 20.000 Monitore und die ganze Technik hier und so, ja, wollen wir uns das heute dennoch mal anschauen, sonst komme ich einfach nie dazu und das will ich halt auch nicht. Ich will das hier, ja, ich will euch das Ganze zeigen hier. So, wir haben hier tolles Repaint. I'm on the highway to Hellersdorf. Wundervoll. Ich liebe diese BVG-Repaints. Habe ich das schon mal gesagt? Ich glaube schon. Ich habe schon mal gesagt. Wir sind aktuell S-Bahnhof Marzahn. Das ist das neue Stück, was jetzt neu dazugekommen ist hier mit dem neuesten Update von der Karte von Willi. Ja, also die ist auch schon mittlerweile relativ groß. Allerdings muss ich hier sagen, es gibt keine FIS-Datei. Lieber Willi, du musst die FIS-Datei natürlich noch mit hochladen. Sonst funktioniert das Ganze dementsprechend nicht. Und ja, jetzt habe ich das Ganze erstmal wieder so eingestellt. Allerdings habe ich heute denn die Ansagen dementsprechend nicht vorbereitet. Ich hoffe, wir kommen auch ohne Ansagen jetzt aus. Sollte eigentlich funktionieren. So, ich würde sagen, wir springen hier rein. Rüsten das Ganze jetzt nochmal ein bisschen weiter auf, denn ihr seht, ich habe hier schon ein bisschen was gemacht. Ich musste erstmal soweit alles mal einstellen. Ich muss mal gucken, ob der Ton jetzt hinhaut. Nicht, dass der Ton wieder zu laut ist oder so. So, aber ich glaube, der Ton, der kann tatsächlich noch ein bisschen leiser. Sonst hört ihr mich wieder nicht. So, okay, wir fallen jetzt erstmal in die Wendeschleife rein und dann schauen wir weiter. So, ich habe den Ton noch mal ein bisschen leiser gemacht, ja. Also erschreckt euch jetzt nicht, dass der Ton jetzt deutlich leiser ist, jetzt vom Spiel. Ja, das ist jetzt neue Kopfhörer wieder dran, ne? Jetzt muss man erstmal wieder gucken, ob hier wieder das ganze Setting hier stimmt. Und gerade in den Kurven ist es doch recht laut. Hier ist immer noch schade, dass es hier immer noch keine Einstellungsoption hier gibt, zwecks den Ton, ja, den man hier in Lotus hier irgendwie einstellen kann. Ich verstehe es noch nicht, warum es noch nicht drin ist. Es ist eigentlich eine Kleinigkeit, da zwei, drei Regler reinzumachen, um die Lautstärke von Lotus halt irgendwie einstellen zu können. Das wäre halt eigentlich mittlerweile schon drin gewesen. Aber naja, so ist es. Ist aktuell nicht vorhanden. So, was jetzt zum Beispiel auch neu ist, ist, dass der Willi eigene Objekte mit dazu liefert. Ja, also wir reden jetzt hier nicht nur von Standard-Content, der jetzt im Steam Workshop erhältlich ist oder sonstiges, sondern der Willi ist jetzt, baut eigene Objekte hier in Blender und bietet sie praktisch halt mit der Karte dazu an. Ja. Finden wir eigentlich eine relativ großartige Sache, dass er sich da jetzt selbst an Blender rantraut und da jetzt die eigenen Objekte baut. Ich weiß, es ist wirklich nicht einfach. Ich meine, dem einen fällt das halt in die Hände, verstehst du, der baut da ringsrum und macht und tut, ja. Und der andere, der braucht halt für ein Stück, weiß ich, gefühlt einen halben Tag oder sowas, was der andere halt in ein, zwei Stunden macht. Dementsprechend sind dann natürlich auch die Meinung halt von irgendwelchen Leuten, ja, die da halt deutlich schon jahrelange Erfahrung mit Blendern natürlich schon haben, die dann halt dann rummeckern, ja, dass das Objekt ja nicht so detailliert ist und ach ja, Leute, ich sag euch, das ist ein bisschen anstrengend tatsächlich. Aber ich finde es immer noch großartig, dass die Leute sich hier ransetzen und eigene Objekte basteln. Also da gibt's schon mal einen Daumen nach oben für.
Machen wir jetzt ja mit unserer aktuellen Karte ja auch, ne? Da sind wir auch gerade dran, eigene Objekte dementsprechend zu liefern. So, und in etwa merkt ihr jetzt, worauf es hinausläuft. Ihr seht es nämlich schon. Die Kurve ist ein bisschen sehr scharf. Die ist ein bisschen sehr scharf geworden. Genau. So, jetzt schauen wir uns das mal von außen an. Das sogenannte Brückentool. Ich meine, die Brücke ist ein bisschen... Ah, okay, das hier ist noch... Fehler drin. Ja, wenn wir uns das mal jetzt hier von unten so durchschauen, können wir von unten nach oben durchgucken. Von der anderen Seite wiederum nicht. Hier muss er auf jeden Fall, wenn ich das als Tipp geben darf, die Brücke komplett machen. Also so ein komplettes Stück hier halt basteln. Dass es halt wirklich eine durchgängige Brücke jetzt ist. Er muss das natürlich jetzt dementsprechend halt auch ausrechnen. Ne? Dadurch kann man hier unten dann nicht mal drunter gucken, weil das Ganze ja texturiert ist. Und so sehen wir jetzt halt die Straße von oben einfach, ne? Da ist alles gut. Aber wenn wir jetzt hier unten langfahren würden, würden wir das jetzt dementsprechend sehen. Und da muss der Willi nochmal das Brückentool, also das Brückentool nicht, sondern das Objekt halt nochmal vervollständigen, sage ich mal. Aber die... Das ist dann eins der neuen Highlights, die ja mit dazugekommen sind jetzt in dem letzten Update, dass wir ja jetzt Brückentool mit inklusive haben und keine andere Strecke bietet das aktuell. Deswegen ist das für mich eigentlich mal schon so ein kleines Highlight hier, ein Fortschritt in Lotus, den ich hier euch mal zeigen kann. Also tolle Arbeit hier mal wirklich hier an den Willi. Also gibt mal einen Daumen nach oben dafür, dass er sich da das Ganze rantraut. Und das soll auch gar nicht so einfach sein, so wie ich das jetzt verstanden habe, wie ich das gehört habe, soll das doch schon recht kompliziert sein. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt die feine Lösung ist, die Lotus da jetzt bietet, oder ob da noch irgendwie das Tool einfach noch deutlich vereinfacht wird. Denn der ein oder andere hat sich da wirklich schon rangetraut und versucht das Ganze dementsprechend halt auch umzusetzen. Aber wie gesagt, es ist halt doch ein bisschen kompliziert, das Ganze gelöst. Aber so an sich muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich das großartig. Es sieht toll aus, wenn du so vom Weiten guckst. Ne? Hier unten hast du halt die Gleise. Ne, hier unten die Gleise und hier oben dann, ja, fallen wir dann praktisch drüber. Das hat schon irgendwas. Also das ist ziemlich cool geworden. Also wirklich Daumen nach oben dafür, Willi. So, Türen auf. Jetzt sind wir gerade ein bisschen schnell reingeballert. Da sind ja noch viele Fehler drin. Hier sehen wir zum Beispiel flackernde Texturen. Da überlappt sich hier irgendwas. Da muss er vielleicht nochmal was an der Polygonzahl, also über diesen, sag schon, diese Zahl, ja, wie hieß die, oh, ich war schon lange nicht mehr in dem Editor beschäftigt. Diese Objektzahl, die ihr benennen könnt, ja, ob Objekte deutlich wichtiger ist als manch andere Objekte, ne? Da muss er hier nochmal das Ganze nochmal verändern. Auch die Textur hier sieht irgendwie nicht ganz richtig aus, das mit dem Gras, das haut hier nicht so ganz hin. Ja, also da muss er auch nochmal ran. Oder das ist geplant, vielleicht soll das geschnittenes Gras sein? Nee, ich glaube nicht. Das, hier ist bestimmt ein kleiner Fehler drin, gehe ich mal stark davon aus. Ihr seht es dann, ne? Dieses Geflacker da an der Stelle. So.
So, da fehlen mir scheinbar Texturen. Ja, es gab neue Texturen, das stimmt tatsächlich. Ich dachte aber, ich hätte eigentlich alles installiert. Eieieiei. Da sind wir ein bisschen vorbeigerutscht jetzt hier an fast an der Haltestelle. Ja, hier fehlen mir scheinbar die Balzgran-Texturen. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich mag diese ganzen Objekte von Balzgar oder wie die da heißen, die mag ich nicht. Ich dachte aber eigentlich, dass ich die tatsächlich installiert habe. Aber so wie es hier ausschaut, glaube ich, dass das nicht der Fall ist. Deswegen kann er das Ganze hier nicht richtig darstellen. Also wundert euch nicht, warum das hier so komisch aussieht. Das ist tatsächlich ein Fehler, der von mir kommt. Das könnte dann aber auch eigentlich mit dem... Nee, ich glaube, der Rasen, ich glaube, die hatten keinen Rasen. Deswegen man da vielleicht sagen können, dass das da vielleicht auch bei dem Rasen da halt dementsprechend nicht korrekt dargestellt wird. Ich finde es immer ein bisschen schade. Es gibt Karten tatsächlich, die kannst du abonnieren. Die haben einfach grundsätzlich alle Add-ons, also alle Workshop-Objekte, die es vorhanden sind, sind alle drinnen. Also die muss man alle installieren. Ah, davon wird dann zum Beispiel keins benutzt. So, und das ist zum Beispiel das, was ich meinte, von wegen eigener Objekte. Hier hat er sich wirklich rangesetzt und hat hier einen IKEA gebaut. schon großartig. Es ist jetzt natürlich nicht absolut super scharf und für viele wahrscheinlich jetzt ein absolutes No-Go. Ich finde das putzig, dass er sich hier ransetzt und das Ganze dementsprechend halt auch so nachbaut. Denn, ja, mit dem IKEA, wir haben hier drüben noch einen Baumarkt. Ja. Also das sind dann schon so eigene Objekte, die dann praktisch dann mitgeliefert werden hier von der Karte aus. Und da muss man einfach sagen, also auch das finde ich ziemlich, ziemlich gut gemacht. Ja. Also wie gesagt, ist klar, es gibt halt Leute, die machen das einfach tausendmal besser. Ja. Die können die Objekte polygonarm bauen und dabei sieht das so aus, als ob die so polygonreich sind. Ja, aber die veröffentlichen ja nicht, weil das muss ja dann alles so exklusiv sein, so exklusiv für irgendwelchen eigenen Strecken und hast da es nicht gesehen und ja, und dementsprechend wartest du halt dann auf Objekte, so Lotus haut jetzt nicht gerade so großkotzig jetzt so Objekte so raus, dass sich die Leute jetzt hier selbst dann sich einfach ransetzen am Blender und jetzt sich hier eigene Objekte bauen und das Ganze so bauen, ja, finde ich großartig, dass sie sich da dran setzen und einfach sagen so, oh komm, wir bauen jetzt hier einen Baumarkt hin und machen jetzt ein IKEA, gibt's noch nicht. Und ja, ihr könnt diese Objekte natürlich jetzt dementsprechend benutzen, wenn ihr jetzt zum Beispiel die Karte jetzt runterladet, die Berlin M6, dann könnt ihr das Ganze halt auch benutzen in euren Karten, ja, falls ihr zum Beispiel jetzt gerade einen aktuellen IKEA braucht oder sowas. Wir sehen aber noch relativ viele freie Flächen, na, aber ich sehe eigentlich den Willi eigentlich jeden Abend irgendwie in Lotus Editor rumwerkeln. Ja. Hat wirklich auch lange gedauert, dass er dieses Update jetzt zum Beispiel veröffentlicht hat. Aber gut, Ding will nur mal Weile haben. Ja, da hat Lotus ein bisschen gebraucht jetzt, um die ganzen Objekte zu laden, habt ihr gesehen, ne?
Auf einmal waren diese Hecken denn auf einmal da gewesen. Na, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, ja. Aber es liegt natürlich an der hohen Grafikeinstellung, die ich hier drin habe. Ich glaube, ich habe hier TuS nicht drin, ja. Und ich selbst spiele das Ganze natürlich in 4K. Na, da geht natürlich ein bisschen was, ich glaube, der CPU geht so langsam an die Grenze. Deswegen bin ich gespannt, wie das dann nachher mit KIs aussieht und alles was. Oh, ich dürfte noch mal ein bisschen reindrücken. Wenn man sich das Ganze mal hier so anschaut, ne, wie er interessant hier Straßen baut, muss man auch mal sagen, ist auf jeden Fall mal sehr interessant hier. Also tatsächlich kenne ich das IKEA auch vom Vorbeifahren, weiß ich jetzt zumindest um welche Ecke es sich hier handelt. Ich glaube, hier ist auch noch ein Krankenhaus, wenn mich nicht alles täuscht, hier auf der Linie. Aber so also hundertprozentig bin ich mir da jetzt gar nicht mal so sicher. Vielleicht verwechsel ich das auch schon wieder. Es ist furchtbar, es ist furchtbar. Ahrensweg. Also wenn der Willi hier wirklich fertig ist mit der Karte irgendwann mal, dann kann man wirklich sagen, diese Karte ist eine großartige Bereicherung. Er hat zumindest schon mal den Grundriss, wenn er jetzt das Ganze dann klug anstellt, macht er das so wie viele Omsi-Payware-Addons, ja. Erst Freeware, dann Payware. Also an sich stimmt ja eigentlich fast, also erkennt man wirklich vieles, vieles wieder. Man erkennt wirklich einiges wieder, ne? Also es ist schon, hat er auf jeden Fall sehr gut gemacht. So, ich habe auch jetzt mal ein Bild in jetzt letztens im Forum aufgetaucht, gepostet von der Janine und da war so ein Trigger-Symbol, also so ein Trigger war das Ganze gewesen und da wurde natürlich gefragt, ne, um was könnte es sich denn handeln? Viele vermuten, dass es sich dabei um die Ampelschaltung handelt, ja, also um die Anforderung. Das wäre eine ziemlich coole Sache, gerade in Straßenbahn Forst 1000 definitiv lohnenswert. Und es kam natürlich noch, der Joe hat sich jetzt nach vielen, vielen Tagen mal wieder gemeldet gehabt bei uns unter den Kommentaren. Sein Computer ist abgeraucht. Schade. Weswegen es da erstmal keine Updates jetzt so von Straßenbahn Forst 1000 gibt. Mal gucken, wie schnell das Problem da beheben kann. Aber bei 1000 Grad einfach ist es kein Wunder, dass da das einfach passiert. Ja, das musste passieren. Die nehmen wir voll mit, die Ampel. Die haben wir voll mitgenommen. Ja. Wir sind jetzt eigentlich gerade auf dem Weg denn zurück zur Stammstrecke. Da, wo wir ursprünglich immer angefangen haben. Deswegen, ich würde jetzt hier gar nicht mehr groß jetzt erstmal weiterfahren, weil das ist jetzt hier soweit die bekannte Strecke, die kennen wir. Wenn wir uns das Ganze jetzt hier mal so von da drauf sich jetzt hier uns anschauen. Ja. Sehen wir jetzt, wie hier die Fahrt weitergeht und hier drüben auf der anderen Seite ist bereits schon die Linie, die wir letztes Mal gefahren sind. Also wir sind jetzt gar nicht so weit. Hier kommt diese übertrieben viele Fahrzeuge. Ja, es sieht halt wirklich so aus da, ich weiß. Kommen wir dann praktisch jetzt nicht wieder auf die Kreuzung, wo wir denn eigentlich zu unserem Startplätzchen wiederkommen. Also deswegen, das ist jetzt natürlich Altbestand, sage ich mal, ne? den kennen wir bereits. Aber das mit dem Brückentool, ja, das hat er hier auf jeden Fall schon mal richtig, richtig gut umgesetzt. Also da muss man wirklich mal definitiv mal ein fettes Lob aussprechen.
Das hat er extrem gut gemacht. Und wie gesagt, aktuell die erste Karte, wo ich das jetzt mal so ein bisschen in Aktion gesehen habe, wie das Ganze aussieht. Aber wie gesagt, kleinere Fehler sind halt noch dementsprechend halt aufgefallen, dass auf jeden Fall die Brücke komplettiert werden muss, damit das Ganze dementsprechend dann auch man nicht von unten nach oben durchgucken kann. Ja, sonst finde ich an sich, die Karte ist absolut lohnenswert, Leute. Ihr bekommt hier eigentlich zwei Linien, ja, im Preis von einem, ja, und das Ganze für lau auch noch. Oh. Ist definitiv, schaut da mal vorbei. Lasst den Willi einen Kommentar da. Schreibt da hier irgendwas Nettes rein. Also er macht hier wirklich, ich sehe ihn eigentlich halt nur im Lotus Map Editor, wie er da rumbastelt und rummacht und rumtut. Er postet die Bilder und ja, eigentlich aktuell einer der wenigen, der jetzt wirklich noch aktiv im Map Editor aktiv ist. Also von daher, Willi, alles Gute, weiter so, super Arbeit. Ich hoffe, diese kleinen Fehler, die mir jetzt hier dementsprechend jetzt aufgefallen sind, nimmst du jetzt nicht ganz so persönlich und lächelst da vielleicht ein bisschen drüber. Und sonst hoffe ich natürlich, dass wir uns zum nächsten Part hier wiedersehen, hier zu einem neuen Video hier von Lotus. Da würde ich mich persönlich sehr freuen. Und jetzt wünsche ich euch noch weiterhin frohes Schwitzen in den nächsten Tagen und auf dass wir hier irgendwann mal heile mal in die Kälte kommen. Damit verabschiede ich mich hier und sage danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.